Also Bungie hat jetzt seinen zweiten Entwicklerstream rausgehauen und da wurden einige Sachen gezeigt, wie zum Beispiel ein neuer Social Space, viele wiederkommende Waffen mit neuen Perks, ein Rüstungsset für jede Klasse und wir haben auch noch einen kompletten schwarzen Shader. Fangen wir zunächst einmal mit dem Social Space an. Der ist nämlich so aufgebaut, dass es ein bisschen wie der Helm ist. Und zwar sind wir drinnen. Und es sieht so ein bisschen aus wie ein Abstellraum für jede Events. Gibt es da irgendwo in jeder Ecke irgendwas, was auf den Turm dann präsentiert wird, wenn irgendwelche Events aktiv sind. Wenn wir weiter durchgehen, kommen wir in eine riesige Halle mit verschiedenen Hologrammen von Shaxx selber. Und für Hunter, Titan und Warlock gibt es dann jeweils noch verschiedene Kisten in der Mitte aufgebaut. Diese Kisten können wir looten mit der Währung, die wir bekommen in der Aktivität, die bei Into the Light reinkommt. Und Shaxx hat natürlich für uns Beutezüge dabei, aber der PvP Rare Jack, den es vorher auch schon in Destiny 1 gab, der hat jetzt auch noch nicht nur auch Beutezüge für uns, sondern auch noch verschiedene Quests, wo wir garantiert Limited Edition Waffen bekommen werden. Die Limited Edition Waffen unterscheiden sich von den anderen Waffen, indem sie noch anstatt 2 Perks 4 Perks haben, wo man hin und her wechseln kann. Und vor allen Dingen ist das eine Edition, die auch noch ein bestimmtes Ornament drauf hat, was man nur bekommt, solange Into the Light aktiv ist. Das heißt, sobald The Final Shape draußen ist, werden wir das nicht mehr bekommen. Da bekommen wir nur noch die normalen Waffen. So nach dem Motto, ich war da, als dieses Event da war, als dieses Mini-DLC released worden ist. Und da wir jetzt gerade schon mal bei den Waffen sind, kann ich ganz kurz mal aufzählen, welche Waffen denn jetzt auch wirklich zurückkommen werden. Wir haben unter anderem die Mountaintop. Das ist ein alter Granatwerfer aus dem PvP. Der ist jetzt so, dass wenn man eine Granate schießt, der einen auch so zurückbounced. Von vorne, von hinten und sogar wenn man unter sich schießt, wird man nach oben gebounced. Das finde ich echt ziemlich cool. Dann kommt die Einsiedlerspinne zurück und auch noch der alte Heavy-Granatwerfer, der Transit. Auch das Schwert, die Guillotine, kommt nochmal zurück mit ganz neuen Perks, auch mit Eager Edge. Das heißt, wir können mit dieser Waffe auch skaten. Dann bekommen wir zwei Waffen aus der schwarzen Waffenkammer zurück, und zwar nämlich einmal Hammerhead. Das ist ja das schwere Maschinengewehr, was es dort gab. Das wird jetzt nochmal neu aufgerollt, auch mit neuen Perks. Und dann noch das Impulsgewehr, Blast Fruence, was wir ja schon auf dem Artwork gesehen haben. Das ist auch damals aus der schwarzen Waffenkammer gewesen. Dann gibt es Lunas Geheul wieder. Das war ja auch eine iconic PvP-Waffe. Die kommt auch mit ihrem Origin-Trait von früher zurück. Kann aber auch noch mit anderen Sachen rollen, wie zum Beispiel Heal-Clip oder Kill-Clip. Also, ich finde das ziemlich geil. Dann natürlich noch die alte Kalus-Handfeuerwaffe, die ja auch schon mal vorgestellt worden ist im Stream davor, Midnight Cup. Das ist eine Kinetik-Handfeuerwaffe, die ja auch dort gespielt worden ist mit explosiver Munition und Kinetikbeben. Und dann kommt mal wieder irgendwie die Hanjuri zurück. Das ist ja ein Scout-Gewehr und dieses Scout-Gewehr gibt es schon 10.000 Mal gefühlt. Dann noch ganz interessant, bekommen wir zwei Raid-Waffen in diesem Lootpool dazu. Das heißt, ihr braucht dieses DLC nicht, weil auch jetzt Into the Light ist ja kostenlos. Und dort gibt es dann einmal die Succession. Das ist die Kinetic Sniper aus dem TSK Raid, also Tiefsteinkrypta Raid. Und dann bekommen wir noch Forbearance. Das ist ja dieser Wellengranatenwerfer aus Schwur des Schülers. Den bekommen wir auch. Einfach so. Und dann gibt es noch richtig interessant Elsie's Rifle. Das ist eine legendäre Version von der Exo, keine Zeit für Erklärungen. Ich bin echt gespannt, wie sich das spielt. Und der Origin Trait, den es bei diesen Waffen gibt, sorgt dafür, dass wir, wenn wir Gegner killen, entweder Granatenenergie zurückbekommen, wenn wir eine Lichtklasse spielen, oder wenn wir Dunkelheitsklasse spielen, bekommen wir Nahkampfenergie. Und dann ganz interessant, man kann in dem neuen Social Hub mit einer ausgerüsteten Waffe, zum Beispiel halt die Spindel, zu einer Statue hingehen und kann sagen, ich möchte gerne eine erhöhte Dropchance für diese Waffe haben. Dann kann man das aktivieren und man kriegt dann diese Waffe erhöht, also mit einer erhöhten Dropchance, entweder in der Aktivität oder aus den Kisten. Und keine Sorge, wir können diese Sachen ruhig farmen. Denn wir werden zu The Final Shape 100 Tresorplätze dazu bekommen. Ich denke mal, das sollte für den einen oder anderen auf jeden Fall reichen. Noch dazu wird es so sein, dass diese Waffen zu den Waffen gehören, die wir mit The Final Shape aufwerten können. Also gewisse Perks können wir auf der Waffe verbessern. Wie zum Beispiel auch bei geschmiedeten Waffen oder auch bei Meisterwaffen können wir ja gewisse Perks nicht nur draufpacken, sondern wirklich auch verbessern mit zusätzlichen Effekten oder Stats. Das wird dann bei diesen Waffen auch so sein. Und natürlich zu guter Letzt, der All Black Shader ist dann wieder da. Der wirklich komplett euren Hüter komplett
schwarz macht. Das finde ich auch richtig cool. Das war jetzt wirklich eine kleine Zusammenfassung von dem, was es jetzt so im Stream gab. Ich bin gespannt, was es nächste Woche gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Tex-Video.